Was eine Folge! Astas erster richtiger Kampf und was wurde nun aus Yuno? Willkommen zu meiner Review zu Black Clover Folge 17, der Held der Stunde. Nachdem nun Asta Lotus nun gegen die Wand geschlagen hat, bemerkt Lotus, dass er so verletzt ist, dass er nicht mehr kämpfen kann. Dazu entschied er sich ganz einfach wegzulaufen. Wir erinnern uns, dass nämlich Heath Grace sich sein Leben genommen hat, um einfach nicht gefangen genommen zu werden. Doch Lotus findet, dass sein Weg weglaufen einfach viel besser ist. Nachdem Lotus nun abgehauen ist, bemerkt Luck nun jemanden mit einem gewaltigen Mana. Und zwar den stärksten von dort. Lotus gab es dann auch noch bekannt, nämlich der Gegner, der gegen Yuno und die anderen kämpfen, lautet Mas. Und er ist die Geheimwaffe des Königreichs Diamond. Dort wurde auch direkt auf Yuno gezeigt, denn Yuno geht langsam die Puste weg, wie man schwer bemerken kann. Klaus hingegen merkte nun, woher Mas herkommt, denn das Königreich Diamond experimentierte an Menschen, um die zu starken Magier zu machen. Hier würde ich wohl sagen, mit Erfolg, denn dass Mars einer dieser Kinder sein kann, ist sehr wahrscheinlich. Denn dieses kristallaussehende Ding an Mars Stirn ist ein Werkzeug, das die Magier stärker machen kann. Dazu sollen diese Kinder am Ende noch alle gegeneinander antreten in einem Survival Battle. Heißt, der zuletzt auf den Beinen ist und nicht gerade tot ist, der hat gewonnen. Und genau dieser Überlebender, dieses Survival Battle, ist wahrscheinlich Mars. Dann redete Klaus nochmal im Gedanken und griff dann Mars an, was natürlich nichts gebracht hat, denn Mars hat 0, nichts einen Klon aus Kristall heraufbeschworen, der auch noch Klaus' Angriff einfach so aufhält und Klaus direkt angegriffen hat. Yuno wird daraufhin von dem Kristallschwert angegriffen, den er noch ausweichen kann, und so fing dann Yunos Runde an, denn Yuno ist natürlich schnell mit seinen Windmagie, doch auch wenn er angreift, hat es keinen Sinn, denn er kann Mars einfach keinen Kratzer verpassen. Dazu müssen wir bedenken, dass Mars die ganze Zeit ein Riesenschwert aus Kristall einfach so, wie er es will, bewegen lässt und Yuno damit behindert. Dieser Kerl hat einfach Schweine viel Kraft. Yuno schafft es aber nicht, jeden Angriff auszuweichen, doch dessen gibt er natürlich nicht auf und versucht Mars immer wieder anzugreifen, was jedoch vergeblich ist. Dann hatten wir wieder eine Flashback-Story von Yuno über ihn und Asta, denn Asta versuchte durch Yunos Magie hindurchzukommen, sprich Yuno setzte seine Windfähigkeit ein und Asta versuchte dort einfach durchzukommen, um Yuno zu treffen, denn hier können wir sehen, dass Asta, auch wenn er sehr oft es nicht schafft, an Yuno ranzukommen, doch immer wieder aufsteht und nicht aufgibt. Und genau das dachte Yuno nun auch und will nicht aufgeben. Egal wie schwach er sich fühlt, doch jeder Angriff von Yuno taugt nicht und Mars lässt letztendlich sein Schwert auf Yuno fallen. Doch bevor es so schlimm wurde, kam dann in letzter Stunde Asta zu Hilfe und zerteilte das Schwert von Mars in zwei Teilen. Asta vs. Mars. Nachdem nun Asta Yuno gerettet hat, war Yuno nicht gerade sehr erfreut. Doch Asta meckerte Yuno natürlich an, dass er sich nicht so einfach schlagen lassen soll. Yuno fing dann an zu lügen, dass er gerade dabei war, ihn zu besiegen. Nachdem lächelten die beiden und Asta ist nun bereit zu kämpfen. Klaus hingegen kann es nicht verstehen, warum er bzw. die goldene Morgendämmerung Mars kein Kratzer zufügen kann, geschweige seine Magie auszukontern, was aber Asta geschafft hat. Dann kam auch noch Luck und rettete Klaus von diesem Klon. Klaus wunderte sich, dass Luck, oder auch genannt der verrückte Luck, die dritte Person der schwarzen Stieren ist, denn Luck hat wohl in seinen Auswahlprüfungen seinen Gegner so sehr verletzt, dass es am Ende noch Ärger gab. Noelle ist nun bereit, Mimosa zu beschützen und Mars beginnt nun auch seinen Spaß, denn er beschwörte nämlich genug Klone für alle. Nachdem auch Mars meinte, dass die Schwachen auf dem Schlachtfeld die sind, die sterben sollen, so will nun Asta den Kampf starten und es ging los. Eins ist klar, beide sind schnell, das ist sicher. Asta kommt von hinten, indem Mars aber hochgesprungen ist und wieder ein seiner Riesenschwerter erschaffen hat. Asta zerteilte diesen Schwert wieder und schlägte Mars mit seinem Schwert in seinem Magen, so dass er bis an die Decke geflogen ist. Dann war da noch eine interessante Kampfszene, dass Asta nämlich einer dieser Steine auf Mars zurückgeschleudert hat. Dann kam Mars auf Asta zu, um ihm anzugreifen, doch Asta konterte ihn und schlägt Mars ins Wasser zurück, wo alle plötzlich erstaunt waren, wie stark Asta ist. Klaus ist immer noch verwirrt und fragte sich, wie so ein Bauer wie Asta, wo man bei ihm keine magischen Kraft spürt, gegen einen Gegner wie Mars so ankommt. Dann erklärte Noelle Klaus, was genau Astas Fähigkeit ist, und Klaus
Kratos sagt da nur, dass es wohl Glück sein muss, dass Asta so eine Fähigkeit besitzt. Als dann plötzlich Mars Gremory sich umgeblättert hat, so kam dann aus dem Wasser etwas Riesiges, das Asta komplett umhüllt hat und getroffen hat. Asta wurde richtig von diesem Ding verletzt, wie man sehen kann. Mars schrie dann nur los und fragte, wer du eigentlich bist. Asta sagte auch nochmal, wer er genau ist, und als er sagte, dass er keine magischen Kräfte besitzt, war Klaus fest davon überzeugt, dass diese Fähigkeit, die Asta besitzt, auf jeden Fall nur Glück war. Doch dann sah er Astas Körper und fragte sich, wie oft Asta eigentlich trainiert hat. Dann ging es auch weiter in der Flashback-Szene, denn da sahen wir, dass auch noch Asta sein Ziel lediglich erreicht hat. Er kam durch den Wind von Juno durch und konnte ihn angreifen, das ohne Magie und einfach mit ganz viel Durchhaltevermögen. Mars hörte dann Stimmen, wahrscheinlich jemand aus seiner Kindheit, und da fing er auch plötzlich an, Asta anzugreifen. Asta schrie natürlich raus, dass er der König der Magier wird und gegen ihn nicht verlieren will. Mars bezeichnete Asta dann noch als Kieselstein, und dann gab Asta nicht nach und schlägte Mars einfach weg und gewann schreiend diesen Kampf. Damit endete die 17. Folge von Black Clover. Ist das nun das Ende von Mars oder passiert noch etwas? Das war jetzt mit Abstand zurzeit die beste Folge von Black Clover. Ich muss wirklich sagen, mir hat die Folge sehr gefallen. Die war wirklich viel, viel besser als die anderen, und ohne Scheiß, man, diese Kämpfe, ne? Ich meine, diese Kameraschwenkung, vor allem dieser Kampf mit Asta. Asta gegen Mars, das war einfach wirklich im Anime mega, mega genial. Echt gut gemacht, Pirot, ohne Scheiß, auch wenn ihr Probleme meistens habt. Ich meine, ein paar Minuten waren echt richtig, richtig unnötig gestreckt, aber wie gesagt, ich habe das in der letzten Review erklärt, wieso so das so ist, und das ist schon okay, kann ich halt nichts ändern, und so ist das eben. Aber ohne Scheiß, immer dieser Kampf mit diesen Kamerainhalten, immer, ich fand das alles wirklich, wirklich, wirklich geil und freue mich schon mega auf die nächste Folge. Und Leute, ich kann das dir auf jeden Fall sagen, für die, die den Manga nicht lesen, die nächsten Folgen werden pervers, das sag ich euch hier und jetzt auf jeden Fall. Was ich aber nochmal sagen wollte, ist natürlich, dass in dieser Folge eher noch was anderes machen konnten. Also, ich meine, diese Szene, als Asta nämlich zu Juno kam und dann ihn gerettet hat, das war irgendwie ein bisschen zu lasch nochmal. Ich meine, das war schon ziemlich cool, aber im Manga war es nämlich so, Tabata hat das nämlich so gemacht, dass auf einmal im Panel so war, dass nur Juno gesprochen hat und irgendwie noch sagte, dass er nicht aufgeben wird. Dann kam auf einmal in der nächsten Seite, wo man das umblättern musste, direkt Asta, wie aus dem Nichts geschossen. Ich meine, das hätte das Studio eigentlich auch machen können. Ohne Scheiß, das hätten die jetzt machen können. Hier war es im Anime ein bisschen zu lasch, aber naja, dafür Punkt 1 natürlich Manga wieder. Aber demnach ist es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich in Ordnung gewesen, wegen dem Kampf, Leute. Ohne Scheiß. Jedenfalls, ich freue mich auf die nächsten Folgen, und es war einfach nur genial. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da, und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass doch auch gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Demnach, habt noch einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.